war wieder eine relativ intensive Einheit mit Aufwärmen, Ballgewöhnung und dann ein kleines Rondo, um Seiten zu verlagern. Und ja, da haben wir im 11 gegen 11 uns schon ein bisschen auf den Gegner eingestellt. War nicht unser bestes Spiel, aber nichtsdestotrotz haben wir die 3 Punkte hier behalten zu Hause und ich glaube, das ist, was zählt. Und jetzt gilt der Fokus voll auf Halle. Halle angesprochen, was erwartet da für ein Spiel? Also wird wahrscheinlich wieder nicht leicht, oder? Ja, ich glaube, wird wieder ein ekliges Spiel in Halle. Und ja, wir müssen wieder alles reinwerfen. Jeder muss für jeden rennen. Und nur so können wir dann die 3 Punkte auch einholen. Leider sind Louis Bräunig und Andreas Geipel fehlen gesperrt. Wie können die 2 Ausfälle dennoch kompensieren? Ja, klar fallen die aus. Aber ich glaube, wir haben einen richtig großen und richtig guten Kader. Und die, wo für die dann reinrutschen, die werden die Aufgabe genauso gut machen.